Körperliche Aktivität ist für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sehr wichtig. Doch sie kommt während einer Krebserkrankung oft zu kurz. Wegen der oft starken Nebenwirkungen der Therapie können die Patienten nicht an ihren gewohnten sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Sie bauen körperlich ab. Und oft leidet auch die Psyche stark. In diesem Film erfahren Sie, wie unsere Patienten mit der Sporttherapie aus dem Teufelskreis, aus Nebenwirkungen und Bewegungsmangel ausbrechen können. Und wie sie körperlich und psychisch gestärkt eine höhere Lebensqualität erhalten. Welche Ziele verfolgen wir dabei genau? Die Sporttherapie sorgt für den Aufbau und den Erhalt der Muskelkraft und Ausdauer. Außerdem stärkt sie Koordination und Gleichgewichtssinn der Patienten. Als ich zunächst gehört habe, dass es die Möglichkeit gibt, hier an dieser Sporttherapie teilzunehmen, habe ich mich sehr gefreut, weil mir zuvor von ärztlicher Seite aus gesagt wurde, dass ich in der nächsten Zeit wahrscheinlich keinen Sport mehr machen kann. Ich habe selber für mich gemerkt, dass es mir auf jeden Fall schon was gebracht hat. Zum einen vom psychischen Wohlbefinden, aber auch physisch. Jeder Krankheitsverlauf ist anders gelagert und jeder Patient hat seine eigenen Möglichkeiten und Befindlichkeiten, die sich auch täglich ändern können. Deshalb erhält bei uns jedes Kind einen persönlichen Trainingsplan. Dazu erfassen wir zuerst Dinge wie Alter, Körpergewicht, Körperfett, Muskelmasse oder den Wasserhaushalt. Außerdem betrachten wir die persönlichen Einschränkungen und Schwachstellen unserer Patienten. Damit erstellen wir einen ganz individuellen Bewegungsplan. Und wir passen ihn während der gesamten Therapie an die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Kinder an. Mir war in der Sporttherapie wichtig, das Laufen lernen, das habe ich jetzt auch wieder geschafft. Und das Treppensteigen klappt jetzt auch wieder problemlos. Ich habe mich danach körperlich sehr gut und fit wieder gefühlt und konnte dann neue Sachen wieder machen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen: Das Sportangebot unterstützt die Kinder nicht nur in ihrer körperlichen Entwicklung. Es geht ihnen auch psychisch besser. Die Sporttherapie wird von uns als individuelle, aufsuchende Therapieform umgesetzt. Dadurch passt sie sich nicht nur an die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kinder an. Sie lässt sich auch sehr gut in die organisatorischen Abläufe auf der Station integrieren.